Guten Abend miteinander. Die Zeiten, die wir uns jetzt auch auf so gefürchige Art behandelt haben, sind zum Glück schon längstens vorbei. Zahnkrankheiten gibt es allerdings immer noch, und zwar Karies. Zucker und Speisreste werden in Säuren verwandelt und greifen den Zahnschmelz an. So entstehen die schmerzhaften Löcher. Oder Parodontosen, also Rückbildungen von Zahnfleisch und Knochen, die zu Zahnverlust führen können. Karies ist bei uns in den letzten Jahren zurückgegangen. Langjährige Untersuchungen an Schulkindern bestätigen die Entwicklung ganz deutlich. Auf was ist die erfreuliche Situation zurückzuführen? Einmal sicher auf Prophylaxe. Man putzt Zähne häufiger als früher und achtet auf eine bessere Mundhygiene. Auf der anderen Seite gibt es eine grosse Anzahl von Fluorzahnpasten, die verhindert haben, dass sich Karies weiter ausbreiten können. Einen ganz besonderen Schutz bietet Telmex, weil sie als einzige Zahnpaste organisches Aminfluorid enthält. Das Aminfluorid wirkt nicht nur während dem, sondern noch lange nach dem Putzen auf den Zahnschmelz ein und macht die Zähne dank dem Langzeitschutz erwiesenermaßen weniger anfällig auf Karies. Speziell für die Kleinen gibt es von Elmex auch eine Kinderzahnpaste mit einem tieferen Fluorgehalt und ohne Fruchtgeschmack. Das Beste ist allerdings immer noch, wenn Sie Zähne regelmässig putzen, und zwar am besten nach jedem Essen. Ums Essen geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Wir schalten um mit Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass es überhaupt keine Hexerei ist, einen Zopf selber zu backen. In der Teigschüssel wird die Hefe mit der Milch aufgelöst, dann Mehl, Eier, Zucker, Salz, Anken oder Margarine miteinander vermischen, entweder von Hand oder mit einem Handrührgerät gut verschaffen. Wenn der Teig eine Stunde gestanden ist zum Aufgehen, wird er in zwei Stücke geschnitten, zu Rollen geformt, die gegen das Ende ein bisschen dünner sind, im Kreuz übereinander gelegt und dann geht es los ans Flechten. Es ist halt einfach ein bisschen eine Übungssache. Aber Sie haben auf der Packung von Coop, wo das Zopfmehl drin ist, eine Skizze, die genau zeigt, wie es geht. Wenn der Zopf zudeckt, dann nochmal gestanden hat, etwa eine halbe Stunde, wird er mit Eigel eingestrichen und dann 35 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Die genauen Angaben finden Sie auch in der Coop-Zeitung von dieser Woche. Und jetzt ist es an Ihnen mit Üben. Viel Vergnügen! Mit dem Zopf wären wir am Schluss für heute. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen einen schönen Abend. Gerade anschliessend zeigen wir Ihnen noch, was Sie ab morgen günstiger bei Coop einkaufen können. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Servila, Wackverpack, Normal oder Light, 30 Rappen günstiger. Supreme de Duc, Weissschimmelkäse 200 Gramm statt 14, nur 43. Contadou Frischkäse mit Kräuter oder Meerrettung 125 Gramm statt 2,85 nur 2,35. Rexona Dusch, Sport oder Creme im Duplopack statt 97 nur 6,40. Nescafé Gold im 200 Gramm Glas Deluxe, Espresso und Finesse für nur 11,95 und Serenade für nur 13,20. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gefärbte Importeier 10 Stück für nur 2,20. Bintje-Herdöpfel, Tragtaschen an 2,5 Kilo, nur 2,60. Auf Wiedersehen!